Der Tenor Matthias Kozierowski wurde in diesem Jahr mit dem Konrad-Eckhoff-Preis der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin geehrt. Bei der feierlichen Verleihung am 9. Juli im Konzertfoyer sprachen unter anderem Dr. Michael Jungrichter, Vorsitzender der Theaterfreunde, sowie Kulturstaatssekretär Sebastian Schröder. Die Laudatio hielt Operndirektor Toni Burkhardt. Der Eckhoff-Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und wurde gemeinsam gesponsert vom Sky Deutschland Service Center und dessen Geschäftsführerin Daniela See, die dem jungen Künstler auch den Preis überreichte.